So, liebe Freunde des gepflegten Offroad-Sports, endlich ist es soweit. Wir haben den brandneuen Land Rover Defender am Start. Er ist die Ikone. Wenn überhaupt diesem oder dem Vorgänger jemand das Wasser reichen kann, dann ist es entweder der Mercedes G oder halt der Schelle im Alten. Wunderschöner Auftritt. Matthias! Hast du dich schon abgeschnallt? Nee, ne? Dauert ein bisschen. Matthias, hier was von Ikone gehört. Ja, es geht nicht um dich. Ja, logisch. Es geht um das Fahrzeug und um das Fahrzeug. In fast 70 Jahren Bauzeit ist der alte Landy zum Offroad-King geworden. Für einen guten Gebrauchten von 2015 sind Preise ab 40.000 Euro fällig. Tendenz steigend. Der neue liegt mit über 54.000 noch mal deutlich drüber. Muss es also wirklich das neue Modell sein? Oder reicht auch der billigere Vorgänger? Was soll an dem noch verbessert werden? Hä? Alles, Niki. Ich werde dich damit in Grund und Boden fahren. Und das ist es genau, worum es heute geht. Wer ist besser? Genau. Der alte oder der neue? Der alte oder der neue? Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, lieber eben kantiger und wirklich durchtrainiert und fit, als wie immer so was Weichgespültes und aber sowas. Viel, das ist aber jetzt fies. Lass uns über die Farben reden. Pangea Grün. Genau, und da drüben. Wie heißt die Farbe? Cathwick Grün. Ich würde ganz ehrlich sagen, eigentlich NATO lief, mehr oder weniger. Weil es war früher, wo das Fahrzeug rausgekommen, wo es erste Mal gemacht wurde, 1948. Da war noch so viel Militärfarbe übrig und dann haben sie die Dinger so angepinselt. Und da war halt einfach kein Metallic, nicht? Nee, da war normales Grün und es war eine wirklich super Farbe. Muss ich ehrlich sagen, ich finde es geil, dass sie es noch wirklich beibehalten haben. Top, Niki. So, jetzt komm doch du mal wieder ein bisschen. Also, ich finde eine schöne Mischung. Aus alt und neu, sieht hypermodern aus, aber du erkennst sofort, dass es ein Defender ist. Das und deins ist einfach nur das alte Eisen. Ja, ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Der neue, hypermodern. Und ich werde dich damit in Grund und Boden fahren. Hier hinten, wie kantig das ist. So muss das aussehen. Schön, ähnlich wie deiner. Ich meine, du siehst es ja, weißes Dach und so. Ich mag das Wort Retro nicht. Es ist auch nicht Retro, es ist einfach moderne Interpretation von deinem alten Kram da. Das ist das Nonplusultra in Sachen Offroad. Und deswegen ist das die Nummer 1. So schaut's aus. Der Innenraum des alten Defender kommt im Vergleich zum neuen Modell deutlich grobschlächtiger daher, obwohl nur 5 Jahre dazwischen liegen. Kann der Jungspund den Oldie vom Offroad-Ton schubsen? Genau das fahren wir jetzt aus. Genau. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstes ins Wasser. Wer kommt am besten durchs Wasser? Das ist halt noch ein Kampf, da kommt ein bisschen ein Feeling auf. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall, wer kommt besser am Berg hoch? Komm, Baby, komm, 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 du schaffst das. Alter Schwede. Dann gucken wir, wer kann mir einpacken. Hast du? Ich hasste so manchen früher, ja. Komfort gehört auch dazu. Wenn du aufs Gas trittst, es passiert nichts. Die letzte Nummer muss die Entscheidung bringen. Im Offroad darf man nicht schnell fahren, aber wir machen es trotzdem. Niki hat gut lachen. Aber warum eigentlich? Hä? Hast du was gegen meine Stiefel? Guck dir das mal an, wie die gefüttert sind hier. Ja, lass uns doch da noch mal reden über das. Guck mal, wie die gefüttert sind. Ja, da, wenn man einmal so macht, da kommt eine Rauchwolke raus. Da fällt wirklich. Riech mal da fällt's Laub ab. Die riechen überhaupt nicht. So Leute, ich sitze im Land Rover Defender. Diese Baureihe wurde so bis 2015 gebaut und es ist halt für mich der wirkliche Defender. Seit 1990 heißt er ja Defender. Und jetzt, was da als Neues so ankommt, mit Überschwemmung an elektronischen Helfer, braucht man nicht. Und Niki, ich mag das halt. Schön entspannt drin hocken, ein bisschen Mucke aufdrehen. Sensationell. Jetzt wird's feucht. Die Warttiefe sagt aus, wie tief ein Offroader durch Gewässer warten kann. Wer schlägt sich hier besser? Alter oder neuer Defender? So, Matthias, hier haben wir unser Wasserloch. Genau, es geht rein ins Nasse. Komm, ich guck nach, wie tief es ist. Ja, schau doch du mal. Oh Gott, jetzt bloß. Hast du noch eine andere? Geh weg! Hast du noch eine andere Möglichkeit zu messen? Ja, geh jetzt weiter. Nein. Ein bisschen geht schon noch. Nee, da ist schon wieder so tief, das geht nicht. Das wird immer tiefer da hinten hin. Ja, mess doch du mal aus. Ja, ich habe da was dabei, so wie es früher war. Nicht da immer das hochmoderne, aufblasbare Klump. Ist deiner eigentlich schon hochgefahren mit dem Luftfahrwerk? Wie? Ja, meiner ist schon oben. Sowas braucht man alles nicht. Doch.
So schaut's aus. Ich gehe jetzt mal durch, schau, ja, was Sache ist. Ja, dann zeig mal. Das war der Wasserstand, wo der Matthias nicht mehr weiter wollte. Wow. Wir haben ja immer erst 30. Hui. Wie viel? Alter Verwalter, wir haben über 60. Ja. 66. Okay, dann bleib mal da stehen, dann komme ich jetzt mit meinem Auto vorbeigefahren. Genau, du kommst ja mit der Bugwelle, ich bin ja nicht ganz blöd, oder bleib was? Da stehen, Niki. Nee. Und dann fass mal über den Fuß. Säuft der neue Landy im fast 70 cm tiefen Wasserloch ab. Ich weise mal in die tiefste Stelle ein. Rüber, ganz rüber. Mach ich doch. Ich sehe das auch so, ich habe Kameras, Niki. Ja. Also immer winken. Immer schön freundlich. Okay, also es ist auf der Beifahrerseite, ist es also wirklich noch mal ein Ticken tiefer. Bleib mal stehen. Niki, das ist ja wirklich Pipifax für das Auto. Der Pipifax? Boah, da ist aber echt, also du fährst ja auf die Sterne umeinander. 67. Ja. Das gibt's echt nicht. Ich würde aber sagen, die Tür aufmachen? Nee. Ach so, du gehst ja so weit rauf. Ganz easy, Niki. Okay. Also dann, ich bin dann mal weg, ne? Ja. Matthias hat den Tümpel souverän gerockt. Jetzt hat Niki ein Problem. Es waren 66 an der tiefsten Stelle. Die Wartiefe beim Alten ist 50. Niki? Ah, okay. Falls was schief gehen sollte. Genau, passt. Dann kann ich meine Hose ausziehen, oder? Ja, ich stelle mich hier hin am tiefsten Punkt und dann kann ich dich retten. Jetzt geht's um die Wurst. Es geht ja um den Punkt, wo die Luft angesaugt wird, ne? Damit der Motor nicht unter Wasser geht. Dann kann ich mir bloß hoffen, dass er auch wirklich gerade runtergeht, weil ich sehe nach vorne nichts. Gar nichts. Im schlimmsten Fall saugt der Motor Wasser an. Dann ist er im Eimer. Einfach mal ganz langsam rein. Jetzt bloß keine Welle machen. Also Niki, wenn du dann wie der Kapitän in seinem untergehenden Schiff das Schiff verlassen möchtest, dann habe ich die Rettung bei mir, ne? Nee, ich gehe da gar nicht raus. Aber wir haben ja doch da noch. Naja, hast du. Ich mache mal eine kleine Zwischenstandsmessung. 84, Matthias, 84. Ja. Toll. Hä? Toll. Läuft, ja? Das ist ja niemals 84. Kannst du nicht richtig. Nee, das ist ja nicht mehr, dein Reifen ist ja nicht mehr weg. Unser Schielauge Malmidi hat das natürlich wieder gleich bemerkt. Also komm, Niki, kannst aussteigen. Aber schau mal her, ganz souverän. Und kann mit der Untersetzung ganz langsam, da kann ich die Fische und Kröten zählen sogar. Da brauche ich nichts Neues, das kann der Alte auch hervorragend. 1A, würde ich sagen, 1A. Ach, ein Träumchen. Du bist so ein Sack, ey. Du bist so ein Sack. Du bist so ein Sack, Niki. Jede Gelegenheit versuchst du, ne? Nee. Aber zum Glück habe ich meine Stiefelchen an. Fast jede. Komm raus, Punktevergabe. Jetzt mal hier, schauen wir noch mal. Du sagst, deiner macht ganz. Meiner kann 90. Also wenn das Wasser so tief wäre, könnte ich da immer noch durchfahren. Bei mir wird eigentlich gesagt, dass ich nur 50 kann. Ich habe 18 cm mehr geschafft. Das hat vielleicht damit zu tun, weil ich sehr langsam und vorsichtig gefahren bin. Aber es ist halt so, es kann ja etwas Wasser im Motorraum kommen und dann hätte man einen Schaden und den wollen wir natürlich vermeiden. Trotzdem, beide haben das Wasserloch gemeistert. Dafür gibt es je einen Punkt. Bei diesem steilen Hügel dreht sich gleich alles um das Kraxeltalent der beiden Offroader. Niki, es geht bergauf, beziehungsweise erstmal geht's bergab. Genau, Steigfähigkeit ist angesagt. Wir müssen von da unten hier hochfahren, um zu demonstrieren, wie steil das ist. Schmeißen wir einmal einen Reifen runter. Genau, aber jetzt lassen wir mein geschultes Auge, wenn ich da schaue. Ich bin mir sicher, das sind 110% Steigung. Da hast du 100% recht. Genau, also dann wissen wir jetzt. Was bedeutet das in Metern? Also wenn du einen Meter weiter nach vorne fährst, hast du über einen Meter Gefälle. Genau, oder du fährst nur 90 cm weit und einen Meter hoch. Super Rechner. Auf die Plätze. Freie Bahn, Kartoffelschmarrn. Fertig und los. Oh. Das ist
ist schon, also wenn das Fahrzeug anfängt rückwärts zu rollen, Niki, ja, dann musst du zusehen, dass du rauskommst. Genau, weil sonst wird da hinten der Busch zum Schütteln fahren. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist von der Steigung her der absolute Wahnsinn. Es ist ja mehr, als wie die Fahrzeuge überhaupt können, was wir machen vom Fahren her. Ja. Dann das zu provozieren, dass wir jetzt auch noch stehen bleiben, ist eigentlich ein Unding. Niemand würde da irgendwie stehen bleiben. Ich fange an. Ja, ich schaue mir das jetzt mal an. Die 2,3 Tonnen des neuen Defender zerren am Hang gehörig nach unten. Dafür hat er elektronische Unterstützung. Niki muss alles mit der Hand machen. Ich muss alles mit dem kleinen Finger machen. Nämlich schön die Offroad-Programme einstellen. Alles andere macht mein Fahrzeug von ganz alleine. Was schon passieren kann, ist, dass das Fahrzeug anfängt rückwärts zu rutschen. Wenn ich da stehen bleibe, dann kann es sein, dass durch das Stehenbleiben, durch diesen Bremsmoment, gibt es da so ein kleines Schaukeln, dann kann es sein, dass er anfängt rückwärts zu rutschen. Und wenn ich dann den Vorwärtsgang drin habe und weiter Gas gebe, dann rutscht das Auto rückwärts und kommt wahrscheinlich quer. Und das ist der Moment, wo du dann wirklich arbeiten musst, auch in so einem Auto. Da musst du nämlich einen Rückwärtsgang reinmachen, damit das Auto rückwärts rollt. Weil wenn er immer weiter versucht, nach vorne zu kommen, gleichzeitig rückwärts rutscht, dann fängt er an, quer zu kommen und dann kann es natürlich böse enden und du hast rein theoretisch einen Überschlag. Schafft der neue Defender den Killerhügel? Matthias ist sich da nicht so sicher. Es ist ja wirklich dann da die Kante, wo es wirklich halt so wirklich brutal ist. Oh Gott, hey, du schaust dem wirklich so von oben, ich sehe fast gar nicht, wo er ist. Dann komm ich mal hoch, ja? Ja, ja. Oh, bitte, lieber Gott. Ja, genau. Das war zu viel Kraft. Das Elektronikmonster schafft es nicht. Ein bisschen weniger Gas. Rückwärtsgang ist drin, brauche ich nicht. Matthias, du musst die Sitzheizung warmer machen. Ruhe. Komm, Baby, komm, 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 du schaffst das. Alter Schwede. Boah. Staubige Nummer, würde ich ganz ehrlich sagen. Ja, schön gemacht, Herr Malmö. Also ich sag mal so. Gefallen mir die Strumpf, oder was? Das ist unglaublich. Das ist eine heftige Nummer. Ja, das ist wirklich sehr, sehr heftig. Ich habe Puls 160 so gefühlt. Das denke ich mal einem Abwehr, also zwischendrin haben wir gedacht, es geht doch nicht so richtig, oder? Ich habe gedacht, es geht rückwärts. Ja. Und wenn das einmal rückwärts rollt, ne? Ja. Da musst du da halt gucken, dass es gar nicht schief geht. Da musst du einen Rückwärtsgang reinmachen und dann gegenlenken. Genau. Rückwärts, gegenlenken, doppelt rückwärts denken. Ja, das denke ich mal. Das denke mal ich. Bei mir ist das Gleiche da. Und jetzt du. Ich will nicht. Doch, Niki, los. Ich gehe nochmal. Ich gehe nochmal. Ab in dein Auto. Ich will doch gar nicht. Ja, so, der Matthias hat natürlich jetzt die Latte hochgelegt. Okay, also ist schon mal klar, wir schalten hier in die Untersetzung. Das haben wir schon drin. Und jetzt geht es eben drum, Leerlauf wieder. Wir schalten die Sperre ein. Naja, was soll es schon werden? Ich komme da hoch. Matthias hat die geballte Hightech an Bord. Schafft Niki den Berg ganz ohne Elektronik? Ich rutsche jetzt schon zurück. Ja, war bei mir genauso. Was war? Scheißdreck, warte, fix. Ich muss den Mischer wieder jetzt machen. Okay, wir versuchen unser Bestes. Gas. Okay, jetzt stehen wir schon mal schräg. Das hilft ungemein überhaupt nichts. Ich glaube, er muss gar nicht so viel Gas geben. Genau, weniger Gas. Alter Schwede, Alter, ist das eine Maschine! Und das ist Technik von damals. Da brauche ich nichts Neues. Ich brauche wirklich nichts Neues. Du bist eine verdammte Maschine, Niki. Hut ab. Unfassbar. Danke. Richtig, richtig gut. Danke, danke. Ehrlich, dir kann ich immer nicht glauben, aber ich habe die Reifen angewärmt. Das war's. Alter, ich muss mir echt hinsetzen, ey. Das ist eine Herausforderung, ja, glaub mal's. Weil dir geht der Zapfen, wenn es nämlich rückwärts von der oberen Kante rückwärts runtergeht. Ganz ehrlich, wir schalten ja oft schnell. Aber so schnell. So schnell kannst du nicht schalten. Zittrige Hände. bei gefühlten 3 km/h. Der Punkt ist, würde ich sagen, schon jeder. Gell? Eindeutig jeder. Den Zähler haben sich beide hart erkämpft.
Gleichstand im Duell der Generationen. Ob das nach dem Trip zum Baumarkt immer noch so ist? Matthias, Ladevolumen steht an. Ja. Und dann guck mal, wo mehr reinpasst, ne? Okay. Fast 2500 Liter sollen es beim Alten sein. Doch zwei fest verschraubte Sitze kosten Niki viel Ladefläche. Da kannst du denn pennen. Da kannst du was reinladen, ne? Oh, das sieht aber nicht. Da kannst du nichts reinladen. Nee. So, komm her hier mit dem Ladezeug. Pferdestreu als Ladegut. Wer mehr Pakete reinstopft, erhält den Punkt. Bei Matthias geht es fix, obwohl der neue auf dem Papier 500 Liter weniger bietet als der alte Defender. Wir haben ja keine Uhrzeit ausgemacht. Ah, du hast schon drei drin und einen Schelle. Ich wäre schon lang fertig, wenn diese Sitze nicht wären. Also wenn du alle reinschaffst, haben wir Gleichstand. Ich will ja schließlich gewinnen. Ach, Niki. Soll ich dir helfen? Soll ich dir einen angeben, oder? Angeben kannst du immer, Matthias. Angeben bist du ganz weit vorne. Angeben ist meine große Stärke, ja? Leg dir den mal hier so rein, ja? Hast du? Ich hasste so manchen früher, ja. Pass auf, jetzt reißt ihn da noch auf. Oben drauf könnten noch ein paar Rohre reingehen. Komm, gib mal die Rohre her. Damit stopft Matthias die letzten Lücken, während Niki noch die Streu sortiert. Niki, geht's? Ich hab 9 Stück drin. 9 und 6 Rohre. Ja, das wird nichts. Der geht da nicht oben drauf. Also ich schenke bei dem wirklich sehr, sehr viel Raum her. Wegen der Sitze, ne? Ja, die Sitze machen es halt aus. Okay, Niki, also ich habe 2x Katzenstreu mehr als du. Ja. Punkt geht an? An den Neuen. An die Jugend. Ja, die Jugend forscht. Damit geht der neue Defender 3-2 in Führung. Vor der Komfort-Challenge packt Spielkind Matthias erstmal das Schäufelchen aus. Das ist Bodo mit dem Bagger und der baggert noch. Ich brauch Sand. Ja, da schau her. Matthias, du alter Sack, was wird das? Mach den Motor aus, komm raus, es gibt was zu tun. Das schaut nach Sabotage aus. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Was machst du denn überhaupt mit dem Löffel da? Also mit so einer Schaufel durch Plätzl backen bei uns. Halt mal wenigstens auf, dass ich da gut schaufeln kann. Der Sandsack aufhalten, habe ich gesagt. Das gibt's gar nicht, der konnte mir richtig schaufeln. Ja, jetzt, so, jetzt sehr schön. Das. Jetzt läuft. Also dieser Sandsack wird unser Mitfahrer. Und dann wird daran ein Gerät befestigt, das misst seismografische Erschütterung, Niki. Und wenn der Sack voll ist, dann hast du die ehrenvolle Aufgabe, den ins Auto zu tragen. Oh, oh, ich hab Rücken. Oh, ich muss aufhören. Aufhalten! Ah, ich komm jetzt schon, Niki, gar nicht mehr. Ich kann schon gar nicht mehr. Was ist denn hier wieder los? Mach mal auf hier. Ja. Kannst du das Auto vielleicht zurückfahren, Niki? Dann muss ich ihn nicht so weit tragen. Das geht schon, Matthias. Komm. Ich fahre ihn einmal runter, müssen wir nicht so hochheben, Niki. Es sinkt für Sie das Niveau. Alter Verwalter. Jetzt haben wir es, jetzt kannst du ihn reinheben. Ja. Oh, geht nicht. Hebe, ich habe ihn bis dahin getragen. Vorsicht auf deinen Rücken, gell? Genau, ich werde jetzt meinen Sack noch ein bisschen befüllen. Und dann schauen wir mal. So. So, jetzt brauchen wir aber noch das Messgerät. Vibrationsanalyse. Per Handy-App werden für die Komfortbewertung Erschütterungen aufgezeichnet. Befestigt auf dem Sandsack wird so ein neutraler Mitfahrer simuliert. Und das hat deiner nicht serienmäßig drin. Doch schon, aber ich habe es zur Visualisierung jetzt auf mein Handy draufgezogen und jetzt kannst es du bei dir reinbauen. Okay. Los. Ich gewinne das eh wieder. Sachen gibt's. Die haben ja auf diese Komfortschaukel. Also wenn die Queen schon sagt, dass das okay ist, der Papst, alle stehen hinter dem Gerät. So. Bin ich mal sehr gespannt, wer das Komfortthema so für sich entscheiden wird. Elektrische Sitze. Verstellbares Lenkrad. Automatik. Luftfederung. Elektrische Fenster rundum. Schiebedach panoramamäßig. Ich glaube, es wird knapp, Niki. Wenn man mit dem fährt, er entschleunigt. Ich fahre jetzt so dahin und denke, oh, wir fahren schon fast 100 schon auf dem Tacho. 70. Wir fahren 70. Man hat es einfach nicht eilig. Der Motor ist ein 2,2 Liter mit 122 PS.
Also ist jetzt auch nicht so der Wumms. Bis Tempo 100 vergehen gemütliche 17 Sekunden. Gute Gebrauchte gibt es ab 40.000 Euro. Wir haben praktisch Starrachse hinten und vorne. Also Starrachse bedeutet, es ist durchgehend. Es ist keine Einzelradaufhängung, wo ein Rad, sondern es geht immer komplett auf die Achse. Da sind dann links und rechts die Federn. Durch das ist natürlich dieser Komfort sehr, sehr wenig. Man hüpft oder springt schon von einem Loch zum anderen. Es klappert wirklich nicht schlecht. Die Ikone. Noch dazu eine der letztgebauten. Die Alu-Karosserie rostet nicht. Beim Cockpit ist Komfort auch eher Fehlanzeige. Selbst also der Paul McCartney hat ja schon mal ein Lied geschrieben übers Defender-Fahren. Das war die Hölle so zum Fahren, weil sie ja auf der Landstraße gefahren sind. Ja, für das ist halt nicht so toll. Aber wenn du dann vor Ort bist, rechts rein, du fährst zu deiner Ranch, du fährst zu deiner Farm, du fährst zu deinem Bauernhof. Wir sitzen im neuesten Fahrzeug, was Land Rover zu bieten hat, der neue Defender 2020. 2 Liter Dieselmotor, die S-Ausstattung haben wir am Start. 240 PS, 430 Newtonmeter Drehmoment, das reicht vollkommen aus für alles, was auf dieser Welt irgendwie kommen kann. 100 kommen nach 9,1 Sekunden, Preis rund 54.000 Euro. Diese Luftfederung ist wirklich der absolute Wahnsinn. Es ist so entspannt und gleitend hier drin. Es ist leise. Der neue Defender macht auf alt, ohne oldschool zu sein. Unter dem Retro-Kleid warten modernste Technik und viel Platz. Bei der Komfortbewertung tauschen Matthias und Niki die Autos, um beurteilen zu können, wie sich die Konkurrenz schlägt. Wer fährt und federt besser auf Asphalt? Eine spezielle Vibrations-App auf dem Smartphone soll vom Beifahrersitz aus die Erschütterungen messen. Okay, da wird schon gemessen. Alleine, wenn man schon reinsitzt. Das ist wirklich eine Sänfte. Das ist Komfort. Und was für einer. Ein Lenkrad, nicht einfach ein Drehring. Ein Sitz, kein Stuhl. Wir haben Beschleunigung. Alter Falter, es geht vorwärts. Wer auf Landy abfährt, sollte sich die Frage stellen, lieber Kohle sparen für den neuen oder taugt nicht auch der billigere alte? Denn wertstabil sind beide. Also, wenn du aufs Gas trittst, es passiert nichts. Nur wenn du länger drauf bleibst. Irgendwelche Einflüsse an der Lenkung gibt es nicht. Die Lenkung macht gar nichts. Guck mal, ich mach so. Ich mach so und das Auto fährt geradeaus. Das geht nur so ganz leicht, so macht so die Nase. Aber im Prinzip fahren wir geradeaus. Ihr könnt es gegenchecken, da vorne ist eine Frontkamera. Passiert nichts. Ich mach so und es passiert fast gar nichts. Alter Schwede. Oh! Alter, das ist krass. Die Unebenheiten auf der Straße. Es war gerade ein Teerversatz. Man merkt nichts. Man merkt nichts. Man merkt nichts. Oh mein Gott. Diese Sitze hier, ne, das ist eher so, wie wenn du ins Stadion gehst und dir so eine Schaumgummimatte unter den Hintern klemmst und dich dann 90 Minuten ins Stadion setzt. Und so fühlen sich die Sitze an. Recording Timeout. Was auch immer das heißen mag. Heißt, im Defender von 2015 hat die App kapituliert. Vermutlich war es ihr zu ruppig. Lenkrad sehr, sehr klein. Geräuschniveau groß. Das hier, das ist ein Museumsstück. Kannst du auch mitfahren, aber ist anstrengend und ungemütlich. Aber cool ist es trotzdem. Aber mit Komfort hat das wirklich gar nichts zu tun. So, Niki, jetzt bin ich aber mal gespannt. Also ich brauche kein Messgerät. Ich brauche überhaupt kein Messgerät, um zu wissen, dass das hier ein Komfortfahrzeug ist und das da
nicht. Genau. Und zwar überhaupt gar nicht. Genau. Also, du hast schon mal richtig angefangen. Lass mal Komfort weg. Das ist ein Fahrzeug. Das ist ein Fahrzeug. Und das ist ein Arbeitstier. Das ist ein Arbeitstier, genau. Also, Punkt geht an den 9. Damit setzt sich der neue Defender mit 4-2 ab. Sind das die Stufen der Entscheidung? Ein Offroad-Rennen ist gefährlich für Mensch und Maschine. Trotzdem ist es Königsdisziplin für die Geländegänger. Die Strecke? Nach dem Start geht's direkt auf die Treppe. Es folgen zwei Steigungen, eine Schrägfahrt und das Wasserloch. Und zwar alles auf Zeit. Wir wollen eine schnelle Runde fahren. Ja, das auf jeden Fall. Und die Skills so ein bisschen ausprobieren. Das erste Hindernis ist die Treppe. Wir fahren eine Treppe hoch, und zwar die spanische. Und dann kommen wir irgendwann wieder hier an. Wir machen so, wer einen Kratzer im Auto hat, ja, der fliegt raus. Das ist eine tolle Sache. Kratzer oder Schaden im Auto, ja, heißt Rennen verloren. Der Schnellste gewinnt, ganz einfache Nummer. Los bitte, los, du legst vor. Nur als kleiner Tipp, Niki. Was? Die Zeit läuft. Da oben ist eine Drohne. Ach so, wegen Abkürzen. Genau. Gott, also vergiss es einfach mit Abkürzen. Ganz ehrlich, ich sag's nur. Auf die Plätze, fertig, go! Auch wenn die Uhr tickt, dieses Rennen startet alles andere als schnell. Also die Treppe ist heftig. So, wir fahren die Treppe hoch. Ja, es fühlt sich nach Schaukeln an. Nein, es ist ein Megaschaukeln. So, ich bin mir mal sicher, ohne Differentialsperre wäre auf jeden Fall nichts gegangen. Da muss man schon wirklich auch schauen. Oh, da geht es auch schon wieder recht runter. Ich muss eben überlegen, wo ist das nächste Hindernis. Das läuft. So, mit Anlauf das mal hoch, ohne stehen bleiben. Wir fahren ohne stehen bleiben, sehr schön. Freier Flug. Wo ist hier die 50? 50% Steigung und auf geht's, durchfahren. Hier etwas vorsichtiger. Ah, dicker Gang rein. Wir fahren die Schrägfahrt. Oh, kommt einem ganz schön schräg vor. So, jetzt hat er mal gesagt, es ist echt ein bisschen unangenehm. Ein Rad ist in der Luft. Alter Verwalter. Gut, es geht natürlich wirklich aufs Material. Das Fahrzeug mag ich ja gern. Zweiter Gang rein. Wir wollen hier ja nichts übertreiben, weil... Dritter. So, Wasserloch. Also, Auto ist nicht verkratzt. Wir müssen langsam rein, keine Bugwelle, keine Bugwelle. Ich glaube, da würde ich aber schneller reinfahren. So, jetzt, wenn er läuft, läuft er, dann können wir das packen. So, hier geht es dann gleich wieder rechts rum. Noch nicht absaufen. So, da soll man nicht zu nah nach innen. Und Feuer, auf geht's! Und? So, da haben wir noch eine Auslauframpe. Naja. Jetzt bin ich gespannt, ob seine Zähne noch alle drin sind. Was ist die Zeit zum Beispiel? Sind alle Plumpen noch drin? Es ist alles so drin. Wir haben zwischendurch einmal ja nachdrücken müssen oder so. Aber war heftig, oder nicht? Es ist brutalst heftig. Man merkt an diesem Fahrzeug eher, wenn man zu schnell ist, weil dann fängt es wirklich zum Rütteln und zum Schütteln an. Aber man muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Kratzer reingemacht. Kein Kratzer? Ja. Okay. Zeit 2:51:26. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du mit deiner Nobelkutsche da über das Ganze drüber reitest. Fahr mal das alte Gerät hier weg, ich gehe an den Start. Die Zeit läuft übrigens schon seit 3 Minuten. Ja, nein, mache ich natürlich nicht so. So bin ich nicht. Das könnte natürlich bei ihm passieren. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob der den Launch Control hat. 3, 2, 1, go! Ah, ich glaube, jetzt habe ich schon die ersten 5 Sekunden Vorsprung. Komm, ja, das geht auch ein bisschen schneller, ne? Das geht ein bisschen schneller. Hopp, 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 Baby. Da. Auch ein bisschen schräg runter. Ui, hoppala. So, Schnecki. Und hoch. Jawollo. Ach, da ist die 50er. Bin ja schon fast vorbeigefahren. Schon Wahnsinn. Du fährst hier wirklich lang, als wenn das so ein bisschen schlechterer Waldweg wäre. Ich weiß nicht, wie das beim Niki ausgesehen hat, aber hier fühlt es sich wirklich entspannt an. Schräglage. Ein Loch. Oh, 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 oh. Boah, da haben wir gerade noch
gerade noch gebremst. Ich glaube, ich bin noch nie so ruhig und so siegessicher ein Rennen gefahren. Spitz, ne? Muss man so leicht. Von der Zeit her weiß ich eins, es wird kein Debakel. Komm, komm, Baby. Komm. Ich sag mal so, das muss der Sieg sein. Das muss der Sieg sein. Ha! Ha! Jeder kann sehen! Jeder kann sehen! Geil! Wer hat nicht geil! Geil! Die Zeit ist uns allen Wurst. Die Zeit ist uns scheißegal. Die Zeit ist uns mega scheißegal. Was ist? Sir, Fahrzeugschein, Papiere. Was ist? Fahrzeugschein und Papiere, bitte. Was flippst du so aus? Ich mache hier eine Kontrolle. Ja. Ihr Kennzeichen. Ja, das Kennzeichen ist weg. Und? Das Auto hat keinen Kratzer. Aber so sind sie raus. Das Auto so hat keinen raus. Kratzer. So das Kennzeichen ist weg. Machen wir mal das hier. Also ich flippe aus. Ist das nicht geil? Ich hab die doch nicht verloren, nur weil ich das Kennzeichen verloren habe. Ja, aber sicher, du kannst schon jetzt Kennzeichen verlieren. Wollt ihr mich veräppeln? Na, wir wollen die gar nicht veräppeln. Ich rufe jetzt gleich meinen Anwalt an. Da kannst du aber 20 jetzt ohne Quatsch. Nee. Du willst mir echt das Rennen ab... Es hat geheißen, man muss aufs Material aufpassen. Und wenn einer das Nummernschild verliert, hat man bei mir nicht aufs Material aufpasst. Das ist die einzige Schwachstelle, die dieses Fahrzeug hat, ist die Kennzeichenhalterung aus China. Niki gewinnt das Rennen und scheitert doch knapp. Wir fassen zusammen. Ja. Sieger. Verlierer, Herzen. Aber Sieger der Herzen. Danke, jetzt geht es mir schon mal viel besser. Und jetzt, hat, und jetzt musst du deinen Wetteinsatz jetzt einlösen? Jetzt holen wir unseren Schnorchel und suchen dein Nummernschild. Nee, weil es deins du ist und suchst das Nummernschild, weil du hast verloren. Der Verlierer muss das machen. Da und bitte. Also würde ich jetzt schon mal anfangen zu suchen, weil da ist er ja reingetaucht, genauso wie du gerade. Was ist? Ich habe Wassereintritt. Und, ist es kalt oder was? Okay, weißt du, was ich machen würde? Ich würde so tack, tack, tack auf den Boden, weil dann hörst du ja, ob es Aluminium ist. Jetzt hier noch Aluminium, weil die Dings ist. Das hört sich an wie Steine an. So, und wenn es sich dann plötzlich anders anhört, dann weißt du, das ist ein Nummernschild. Du musst auch mal ein bisschen dein Gehirn einschalten. Da links auch noch ein bisschen gucken, Niki, da links. Niki, wo ist denn jetzt mein Kennzeichen? Eine blöde Theorie geht auch nicht. Da ist es! Er hat es! Yes! Alter! Ich hab ja gesagt, du bist eine Maschine, Niki. Danke, ich bin ein Maschine.